Na, amüsierst du dich gut? Immer. Anita. Hm? Auch auf die Gefahr hin, dass du mich wieder eine alte Gouvernante nennst. Bitte trink nicht so viel und lass ein bisschen Dampf ab. Du treibst es zu doll. Wieso, was mache ich denn? Das weißt du doch. Schau mal, das ist ein Betriebsausflug hier. 21 Männlein und Weiblein. Und morgen? Ja, da sitzen wir alle wieder zusammen auf einer Etage und müssen unsere Arbeit machen. Möglichst störungsfrei und ohne Kater. Morgen ist alles wieder vorbei. Eben. Darum will ich mich heute amüsieren. Sollst du ja auch. Aber kannst du dich nicht mit einem begnügen? Musst du sie gleich in Serie vernaschen? Lass wenigstens die Finger vom Juniorchef und von der Schnapsflasche. Weiß doch ganz genau, wie seine Mutter darüber denkt. Ja, Karin, ich weiß ja, dass du es gut mit mir meinst. Aber ich gebe nun mal niemals irgendjemand einen Korb. Auch nicht dem Juniorchef. Das erfordert schon mehr Respekt. Der Respekt erfordert das. Soll ich denn machen, wenn er mich zum Tanzen auffordert? Soll ich sagen, nein, danke, tanze nicht, oder was? Na, tanzen würde ich das nicht nennen. Wie würdest du das denn nennen? Frag mal lieber deinen Volker, wie der das nennt. Mein Volker, das ist nicht mein Volker. Ich glaube, ihr spinnt wirklich alle. Bis gleich. Fällt mein Geld immer durch. Kannst du mir wechseln? Ja. Was krieg ich dafür? Sie gehört mir! Was will ich? Wir sind verlobt! Hast du das endlich kapiert? Volker! Halt die Schnauze! Lern wieder Deutsch! Wenn du sie noch einmal anrührst, dann brech ich dir sämtliche Knochen! Ist es deinetwegen? Das weißt du nicht. Anita, du bist wirklich einmalig. Volker! Lass doch den Quatsch! Spielt hier den Othello! Soll denn das? Dana. Entschuldigung, Frau Jonas, ich hab wohl durchgedreht. Ich weiß selber nicht, wie. Halt hier keine langen Reden, tanz lieber mit mir. Komm. Tut mir ehrlich leid. Anita! Hau bloß ab. Komm, Junge. Geht nicht. Mario, hast du Feuer? Lass mich in Ruhe. Es ist besser. Komm her, Baby. Bei mir kriegst du so viel Feuer, wie du brauchst. Dankeschön, Herr Martin. Mm-mm. Jochen. Ich heiße Jochen. Du weißt, Herr Juniorchef. Warum so besser? Lassen Sie das doch, Herr Martinek. Jochen. Verdammt noch mal, sag Jochen. Schön. Jochen. Also. Hier, komm, trink was. Mhm. Nicht hier, lass das doch. Nicht hier, lass das doch. Nicht hier, lass das doch. Los, komm. Gehen wir in mein Auto. Lassen wir das lieber. Hast du gesehen, was das für Ärger gegeben hat? Wieso Ärger? Wenn zwei Gockel sich streiten, freut sich der Dritte. Nimm doch mal die Zigarette endlich weg. Los, jetzt komm rein. Jetzt riech doch mal um mich. Komm, das ist doch ein unbequemes Auto. Es ist Mitternacht, liebe Freunde und Mitarbeiter. Mit dem neuen Tag beginnt auch ein neues Kapitel unserer Firma. Ich möchte euch gerne etwas sagen. Wir haben viel Erfolg gehabt im letzten Jahrzehnt.
Allein hätte ich das nie geschafft. Euer Fleiß und euer Können hat mir dabei geholfen. Aber jetzt ist es Zeit für mich aufzuhören. Ich will noch ein paar Jahre nur an mich selber denken. Ab heute übernehmen meine beiden Söhne als gleichberechtigte Nachfolger das Steuerrad. Ich erwarte von euch, dass ihr den beiden helft und zur Seite steht wie mir in all den Jahren. Versprecht ihr mir das? Die letzte Stunde unseres Festes ist gekommen. Ich möchte gerne noch mal tanzen. Bitte, Musik. Wo bleibt denn Jochen? Er ist rausgegangen, um etwas frische Luft zu schnappen, Mutter. Er hat doch nicht etwa wieder getrunken. Er hat mir fest versprochen, nicht wieder zu trinken. Mama, wenn er es dir versprochen hat, wird er es auch tun. Wartet denn so lange? Du weißt doch, er verträgt ihn. Hör auf zu lachen. Was gibt's da zu lachen? Ich lach doch gar nicht. Natürlich lachst du, die ganze Zeit lachst du schon. Hör auf jetzt, das Lachen wird dir gleich vergehen, du. Das Lachen wird dir gleich vergehen. Wenn du willst. Komm hier los, jetzt trink noch was. Ja. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Nur los, jetzt trink. Nein, ich will nicht mehr kommen. Das ist doch das Beste. Ich hoffe sehr, dass euch unser Fest gefallen hat. Und jetzt kommt meine letzte Amtshandlung. Bevor die Musik den Rausschmeißer spielt, kann ich einen leeren Sektkübel haben? Wozu denn, Frau Martini? Du sammelst jetzt sämtliche Autoschlüssel ein. Was? Keine Widerrede. Keine Widerrede. So, Eckhardt. Ja, Eckhardt, du gehst ans Telefon und bestellst 6 Taxis. Ja. Morgen, wenn alle wieder nüchtern sind, können die Autos hier abgeholt werden. Ich hab meine Mantel. Ja, gut. Geht für jeden. Ohne Ausnahme. Hey, Baby, komm aufstehen. Es kommt die Sinnflut. Na los, komm, ich steh auf. Ja, bitte, ich brauche 6 Taxen zur Waldwirtschaft. Ja, wie lange wird das dauern? Na fein. Gut, danke, Peterschaft. Eckhardt! Jochen! Wo steckst du denn die ganze Zeit? Wie siehst du denn aus? Es ist was Schlimmes passiert. Du musst mir helfen, bitte. Komm mit raus. Junge, was ist denn mit dir? Ecke, komm mit raus. Das ist Anita. Das ist Anita Will. Junge, wie ist das passiert? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, Ecke. Ich habe geschlafen. Wo? Und wie ist das passiert, Junge? Denk nach. Ich weiß es doch nicht, Ecke. Ich weiß es doch nicht. Der Film ist gerissen. Sie hat doch gelebt, Ecke. Du musst mir helfen. Natürlich helfe ich dir. Hast du getrunken? Ja. Viel? Ja. Wie viel? Über eine Flasche. Mach nichts, Junge. Da kann dir nichts passieren. Das ist Freispruch wegen Schuldunfähigkeit. Das ist die eine Möglichkeit. Und die andere? Ich baue dir ein Alibi. Du musst sofort weg hier. Wohin? Du fährst auf unsere Jagdhütte nach Tölz. Kannst du fahren? Traust du dir das natürlich zu? Natürlich, bin doch jetzt stocknüchtern. Gut, hier ist der Schlüssel. Komm, beeil dich. Los, beeil dich, Junge! Richtig blau. Hey, du, aufsteh, es regnet. Sie ist ja tot. Da liegt der Tod im Auto. Zentrale 1327, dringend. Wir sind in der Waldwirtschaft Isartal. Parkplatz. Da liegt eine Tote im Wagen. Ruf schnell die Polizei. So, das ist aber wirklich genug. Eckhardt, sind die Taxen da? Ja, Mutter. Aber nicht nur die Taxen. Eckhardt.
passiert. Bitte, Mutter, bleib jetzt ganz ruhig. Jochen, hat er was angestellt? Mutter, jetzt können wir beweisen, dass wir eine Familie sind, dass wir zusammenhalten, wie Pippi und Schwefel. Anita ist tot. Die kleine Will? Ja. Sie liegt draußen in Jochens Wagen. Man hat sie erwürgt. Ich habe Jochen gesagt, er soll sofort verschwinden. Er ist mit meinem Wagen zur Hütte rausgefahren. Mutter, bitte hört jetzt genau zu. Wenn die Polizei nach Jochen fragt, er hat sich um 23:45 von uns verabschiedet. Er ist mit meinem Wagen unterwegs nach Italien. Ja? Dringende geschäftliche Besprechungen. Mailand und Rom. Habt ihr das verstanden? Mutter. Oh, bitte, bitte, bitte reg dich nicht auf. Mario! Mario! Ja, Chef? Wo steckst du denn wieder? Was ist eigentlich da draußen los? Nichts, ich weiß nichts. So, weiß nicht. Guten Abend, der. Ja. Mein Name ist Köster, Kriminalpolizei. Wir untersuchen einen Mordfall. Was? Mord? Hier? Sie sind der Koch. Nein, der Wirt. Aber heute bin ich beides. Aber wie viele Angestellte haben Sie denn? Drei Kellner, zwei Küchenfrauen und ein Koch. Wo sind denn die alle? Und heute war Ruhetag. Nur eine kleine geschlossene Gesellschaft. Betriebsausflug. Deshalb habe ich den Koch vertreten. Und von den Kellnern ist nur noch Mario da. Und die anderen habe ich um 10 Uhr heimgeschickt. Mario, komm her. Nun komm schon. Ein Betriebsausflug ist das also. Wie heißt denn die Firma? Na, Martinek. Ein Architekturbüro. Eine Baufirma oder sowas. Die sind gleich da drüben in dem Zimmer. Links. Martin, ja. Mach du mal draußen bitte weiter und Gerd, komm mal mit mir bitte, ja? Mario, Mordfall, hat er gesagt. Was ist da draußen passiert? Ich weiß es nicht, Chef. Ich weiß es nicht, Chef. Warum lügst du? Du warst doch draußen. Chef, ich weiß es nicht. Ich will hier arbeiten. Fertig. Basta. Ein offener Wagen mit der Nummer MCX248. Wem gehört denn der? Das ist ein Wagen unserer Firma. Und wer fährt den? Das ist ganz verschieden, Herr Kommissar. Morgen werde ich ihn wahrscheinlich fahren. Mein Bruder hat ihn manchmal gefahren, aber wäre es nicht möglich, dass Sie uns erst mal sagen, was hier eigentlich los ist? Ja, da bin ich gerade dabei. Taxifahrer haben in diesem Wagen eine Leiche gefunden. Ein junges Mädchen. Kennt jemand diese Handtasche? Das ist Anitas Tasche. Das ist die Tasche von Anita Will. Ist das eine Kollegin? Ja, sie ist technische Zeichnerin bei uns. Darf ich fragen, wer Sie sind? Ich bin Karin Jonas, die Sekretärin von Frau Martinek. Bitte gehen Sie mit meinem Kollegen hinaus zu dem Auto, Fräulein Jonas. Sie müssen die Tote identifizieren. Herr Wirt? Ja? Haben Sie vielleicht zwei kleinere Zimmer, wo man Einzelgespräche führen kann? Gleich da drüben, Umkleideraum und Vereinszimmer. Ich schließe auf und mache ihn dicht. Danke Ihnen schön. Seit wann feiern Sie hier? Ja, seit etwa 19 Uhr. Mich interessiert vor allem die letzte Stunde. Also von Mitternacht bis da, wo der Regen einsetzte. Wann und wo wurde Fräulein Anita Will zuletzt hier gesehen? Wer hat diesen Raum nach Mitternacht verlassen? Oder wer hat gesehen, wie ein anderer diesen Raum nach Mitternacht verlassen hat? Bitte überlegen Sie sich das mal ganz genau und sagen Sie mir dann präzise Ihre Beobachtung. Herr Kommissar, das ist doch wirklich ganz unmöglich. Hier war ein solcher Wirbel, das ging ja dauernd raus und rein. Besonders in der letzten Stunde, außerdem wurde viel getrunken. Meine Mutter hat deswegen die Autoschlüssel einsammeln lassen. Ich selbst war vorhin draußen, um die Taxen zu bestellen. Ja, die stehen draußen. Bitte schicken Sie so ruhig weg, das wird hier noch eine ganze Weile dauern. Alles gut. Na? Frau Jonas hat die Leiche identifiziert. Es ist Anita Will. Die beiden Räume stehen zu Ihrer Verfügung. Ja, sie war sehr fröhlich, die Kleine. Hat viel getanzt. Ich habe auch viel getanzt. Wir haben uns zugelacht, zugewinkt. War das vor Mitternacht? Ja. Auch noch danach? Naja, kann sein. Ich weiß nicht mehr genau. Punkt 12 habe ich eine kleine Rede gehalten, meinen Rücktritt erklärt und mich bedankt, die Belegschaft gebeten, für meine Söhne in Zukunft genauso loyal zu... Den älteren Sohn, den haben wir ja nun kennengelernt. Wo ist eigentlich der Jüngere? Hat er nicht mitgefeiert? Doch, doch. Aber er musste vorzeitig weg. Eine Geschäftsreise
nach Italien. Er muss morgen Vormittag in Mailand sein. Wann hat er die Gesellschaft verlassen? Das war 11:30 vielleicht. Oder 11:45. Ich weiß es nicht. Sie sagen mir das jetzt zum 10. Mal. Dabei sind Sie doch zwischen Küche und Jägerzimmer beinahe pausenlos hin und her gelaufen. Haben Sie nie jemand auf dem Korridor getroffen? Ich arbeite hier, ich weiß es nicht. Basta! Schick mir noch mal den Wirt. Wie kommt es, dass von der Belegschaft niemand etwas von dieser Reise nach Italien weiß? Weil er sich nur von uns verabschiedet hat, von der Familie. Er wollte das Fest nicht stören. Per Auto nach Mailand, kurz vor Mitternacht. Warum hat er nicht seinen Wagen genommen, in dem dann die Leiche lag? Ich habe ihm schon gesagt, es ist nicht sein Cabriolet. Es gehört zum Wagenpark der Firma. Und bei langen Fahrten, besonders in der Nacht, nimmt auch mein Schwager lieber die Limousine. Woher soll ich denn das wissen? Ich habe die ganze Zeit am Herd gestanden. Naja, immerhin ist er seit 2 Jahren Ihr Kellner. Und ein sehr guter. Das möchte ich betonen. Wie sind eigentlich seine Deutschkenntnisse? Recht gut. So? Bei mir hat er immer nur einen Satz variiert. Ich weiß nicht, weiß ich nicht, weiß überhaupt nichts. Sie müssen das verstehen. Mario ist Sizilianer, kommt aus Palermo. Sie werden keinen Sizilianer zwischen Nordpol und Südpol finden, der einem Polizisten was anderes zur Antwort gibt. Es war also um 23.50 Uhr, ja? Und wo haben Sie mir gesprochen? Im Waschraum. Ich hatte ein bisschen ins Gewissen geredet. Anita ist nämlich sehr lebenslustig. Ich meine, ich wollte sagen, für Anita war Flirten so eine Art Sucht? Bedürfnis? Ja. Sie hat allen Männern den Kopf verdreht, außerdem zu viel getrunken. Da blieben Komplikationen natürlich nicht aus. Auch heute nicht? Auch heute nicht. Vielmehr gestern. Als ich aus dem Waschraum kam, ein bisschen später als Anita, da... Ja, sie stand am Zigarettenautomaten und daneben war eine Rauferei im Gange zwischen 2 jungen Männern, ihretwegen. Der eine war Mario, der Kellner. Und der andere war unser Kurierfahrer, Volker Zabel. Aber für Volker kann ich mich... Das ist ein ganz lieber und anständiger Junge. Er hat auch sofort losgelassen und ist mit mir zusammen ins Jägerzimmer gegangen, zum Tanzen. Und die beiden anderen, was haben die gemacht? Wo sind die hingegangen, das Mädchen und der Kellner? Die sind draußen geblieben. Jetzt reicht's aber. Ja, mei, woher soll ich das wissen? Wir haben gespielt und die anderen haben getanzt und klatscht. Trotzdem, sie standen doch genau neben der Eingangstür. Da hingen doch Mäntel davor. Ist gut, Herr Schultes. Gehen Sie bitte wieder rüber. Sagen Sie, wie lange soll das noch dauern? Wir haben morgen einen schweren Arbeitstag. Wir auch, Herr Martinek. Das mag ja sein, aber können da nicht vielleicht die gehen, die schon befragt worden sind? Meine Mutter ist 65 geworden, das strengt sie sehr an. So, das wär's mal fürs Erste. Na also. Haben Sie heute früh einen normalen Arbeitsbeginn? Ja, selbstverständlich. Hier ist meine Karte. Unter dieser Nummer können Sie mich auch außerhalb der Dienstzeit erreichen, wenn sich Ihr Bruder meldet. Bitte, ja, ist gut. Ja. So, meine Damen und Herren, Sie können jetzt alle nach Hause gehen. Bis auf Frau Jonas und Herrn Zabel. Herr Marius, Sie brauche ich auch noch einen Moment. Ja. Aber ich habe alles gesagt. Ich habe nichts gesehen, nichts gehört. Ich will nach Hause, Kommissario. Bitte. Jochen! Ich bin's. Mach auf. Ach, morgen, Jochen. Morgen. Na, wie geht's dir? Ja. Ist aber kalt hier drin. Warum hast du kein Feuer angemacht? Na, ich dachte, der Rauch. Ach ja, richtig. Und den Wagen, wo hast du den? Den habe ich unten an der Kurve in den Wald rein. Ja, sehr gut. Na komm, setz dich. Danke. Ich hab dir was zu essen mitgebracht. Na, wie ist es weitergegangen? Ah, sehr gut. Ich nehme den Kellner im Verdacht und diesen Volker Zabel, weißt du, mein Fahrer. Hier. Was ist mit mir? Mit dir, was soll da sein? Du hast um 11:45 das Fest verlassen und bist nach Italien gefahren.
Dringende geschäftliche Beschreibung in Mailand. Ja, was denn das? Haben die dir abgekauft? Ja, warum denn nicht? Klingt doch ganz plausibel. Hier, trink mal. Danke. Wie soll es denn jetzt weitergehen? Ich meine, wo soll ich denn hin? Nach Mailand, Junge. Und dann sehen wir weiter. Was denn das? Bargeld. $1200 und 3000 Mark. Mehr Bargeld hatte ich leider nicht im Haus, aber wird ja wohl fürs Erste reichen, nicht? Nach Mailand schicke ich dir dann mehr. Oder nee, besser gleich nach Rom. Du riskierst sehr viel für mich, Ecke. Ach, nicht mehr, als du für mich riskieren würdest, wenn ich in deiner Lage wäre. Wozu sind wir Brüder, hm? Danke. Jochen, hast du noch mal nachgedacht? Wie konnte das überhaupt passieren? Na Mensch, Ecke, nachgedacht. Was glaubst du, was ich die letzten 7 Stunden hier gemacht habe? Ich zermarter mein Hirn, aber ich krieg's nicht mehr zusammen. Jochen, es geht um die letzte halbe Stunde, bevor der Regen anfing. Ja, weiß ich. Aber genau die fehlt mir ja. Wie ist sie denn überhaupt in dein Auto gekommen? Hab sie eingeladen. Eingeladen? Wie meinst du das? Du, Ecke. Das hat keinen Zweck. Ich stell mich der Polizei. Bist du verrückt? Willst du 10 Jahre hinter Gitter? Na, wieso? Du hast doch gestern selbst gesagt, mir kann nichts passieren. Vollrausch, Freispruch. Das war vor einigen Stunden, mein Junge. Inzwischen bist du fast wieder nüchtern. Trotzdem, ich schaff das nicht. Die schnappen mich doch. Die schnappen mich an der Grenze oder in Mailand. Und außerdem, ich glaube nicht, dass ich sie umgebracht habe. Ich kann mir das nicht vorstellen. Deshalb finde ich es besser, ich stelle mich der Polizei. Das finde ich aber sehr vernünftig, Herr Martinek. Guten Morgen, die Herren. Können wir reinkommen? Dankeschön. Guten Morgen. Jochen, das sind die Herren von der Kriminalpolizei, das ist Herr Köster und Ihren Namen weiß ich jetzt nicht mehr. Heilmann. Ja, meine Herren, wollen wir uns nicht setzen? Ist doch vielleicht gemütlicher. Bitte. Mach mal die Tür zu. Darf ich fragen, wie Sie hierher kommen? Wir haben auch unsere kleinen Geheimnisse, Herr Martinek. Ach, Sie überwachen mich also? Wundern Sie das? Nein, Entschuldigung, ich finde Ihre Methoden etwas seltsam. Wir werden auf jeden Fall unseren Anwalt verständigen. Wie würden Sie denn Ihre Methoden einordnen, Herr Martinek? Wir haben zum Beispiel die italienische Polizei alarmiert, in Mailand und in Rom. Die arbeitet jetzt völlig für die Katz, nicht? Ohne jeden Erfolg. Dafür sind Sie ja umso erfolgreicher. Ja, das stimmt. Ich kann 2 junge Männer, die unter Mordverdacht standen, rehabilitieren. Sowas freut mich mehr, als wenn ich einen Täter verhafte. Und den glauben Sie, haben Sie gefunden, hm? Das glauben Sie doch, oder? Sieht so aus. Herr Köster, mein Bruder ist kein Mörder. Der kann keiner Fliege was zuleide tun. Fliegen nicht, aber... Mädchen, Gerd, lies mal vor. 23.50 Uhr im Korridor der Waldwirtschaft. Der Kellner Mario Costa umarmt und küsst die später Ermordete und wird deshalb von Volker Zabel, Kraftfahrer der Firma Martinek, tätlich angegriffen. 10 Minuten später beobachtet der Kellner im Hof hinter der Gastwirtschaft, wie das Mädchen mit einem neuen Begleiter zum Parkplatz geht. Diesen Begleiter hat er einwandfrei erkannt als den jüngeren Bruder. Das ist doch unmöglich! Auf dem Hof brennt eine 40-Watt-Funzel. Da können Sie keinen Mensch erkennen. Eckhard, bitte, hör auf. Lass mich reinen Tisch machen. Jochen, du sagst kein Wort. Wir wollen erst mit unserem Anwalt sprechen. Ich will aber, verstehst du? Ich will aber. Er will aber. Was machen wir jetzt, Herr Martinek? Herr Köster, mein Bruder ist krank. Alkoholkrank, verstehen Sie? Er war in diesem Sommer zum 3. Mal in einer... im Sanatorium. Seit dieser Zeit ist er trocken. 4 Monate lang. Absolut trocken. Bis gestern ist er leider rückfällig geworden. Auf jeden Fall war er zum Zeitpunkt der Tat in einem Zustand absoluter Schuldunfähigkeit. Und was immer Sie jetzt aus ihm rausholen und zu Protokoll nehmen, wir werden es vor Gericht anfechten. Verstehen Sie das? Das ist Ihr gutes Recht, Herr Martinek. Sie wären auch kein guter Bruder, wenn Sie nicht alles für ihn täten. Deswegen nehme ich Ihnen auch das... Märchen von Mailand nicht übel. Aber ich kann es natürlich auch nicht unter den Tisch fallen lassen. Tun sich keinen Zwang an. Ich werde es versuchen. Und jetzt werden wir trotzdem mal hören, was Ihr Bruder uns zu sagen hat, ja? Ja, das, was der Kellner da sagt, das stimmt. Ich bin mit Anita, ich
Ich bin mit ihr über den Hof zum Parkplatz. Jochen, du sagst kein Wort, bevor wir nicht mit Dr. Kronacher gesprochen haben. Um deinetwillen. Um unserer Mutter willen. Junge, denk an die Firma. Also gut. Ich möchte erst mit meinem Anwalt reden, bevor ich die Aussage mache. Schön. Aber ich muss Sie leider vorläufig festnehmen, Herr Martinek. Wegen Mordverdacht. Grüß Gott, Herr Heimann. Grüß Gott, Herr... Schultes. Kennt ihr es mir nicht mehr? Okay, einer von der Musik. Vorgestern in der Waldwirtschaft, der Bassist. Ja, und da haben sie mich in der Nacht gefragt, ob ich von meinem Platz aus was gesehen habe. Und da habe ich Nein gesagt. Aber jetzt habe ich in der Zeitung gelesen, dass sie den jüngeren Bruder verdächtigen. Dass der vielleicht der Mörder. Stimmt, Herr Schultes. Haben Sie doch was beobachtet? Ich glaube schon. Sie wissen, es geht uns vor allem um die Zeit zwischen Mitternacht und dem großen Regen. Was ich gesehen habe, war ein bisschen früher, so zwischen 10 und halb 11. Vielleicht ist das nicht so wichtig. Es könnte ein Hinweis sein. Ja, es handelt sich da um die Frau von dem älteren Bruder. Frau Viola Martinek? Ja, ob sie Viola heißt, das weiß ich nicht. Aber sie hat eine Art von Humor, die ist schon sehr komisch, muss ich sagen. Kommen Sie mal mit ins Büro. Das möchte ich jetzt genau wissen. Ja. Auf der Treppe am Korridor haben Sie dann versucht, sich dem Mädchen zu nähern. Wollte sie denn das? Ja, sie wollte schon. Also nicht auf der Treppe. Deshalb sind wir hier auf dem Parkplatz. Sie ging freiwillig mit Ihnen und sie wusste, was Sie wollten. Ja, natürlich. Sie ist ja noch vor mir in den Wagen gestiegen. Wollen Fischer, würden Sie mal einsteigen? Sie auch, bitte. So, und was passierte jetzt? Da fehlt noch was. Was fehlt denn? Die Flasche, die habe ich mitgenommen. Na ja, die Flasche, gib doch mal die Wodkaflasche her. Da war noch was drin. Ja? War da so viel drin? Ja, ungefähr, ja. So, und was war jetzt? Ja, dann habe ich getrunken. Und dann habe ich einiges versucht, sie zu umarmen, oder sie hat mich umarmt. Und dann war da noch was mit dem Sitz, den wollte ich nach hinten klappen, aber das ging nicht. Versuchen Sie es jetzt mal. Ich bin mit dem Sitz nicht klargekommen. Und da fängt sie an zu lachen. Ich sage, warum lachst du? Hör auf zu lachen. Hör auf zu lachen oder... Von Herrn Will hat sie ausgelacht. Und da sind sie ärgerlich geworden, das haben sie uns erzählt. Und da hat sie weitergelacht, da sind sie wütend geworden und... Was dann? Was haben sie dann gemacht? Dann kam der Regen. Ich bin aufgewacht und war ganz nass im Gesicht. Nein. Der Regen kam erst 0.40 Uhr. Da fehlen 20 Minuten. Was ist da passiert? Herr Köster, erlauben Sie mir wohl eine kurze Zwischenbemerkung. Ja, sicher, Herr Doktor. Bitte schön. Nur eine Kleinigkeit, die allerdings sehr wichtig werden könnte für meinen Mandanten. Diese Flasche Wodka, meine Herren, war nicht die erste, sondern bereits die zweite, die mein Mandant im Verlauf dieser Nacht heimlich gekauft und ausgetrunken hat. Ja, der Kellner Mario kann dies bestätigen. Sein muss auch vor Gericht beeilen. Und wenn Sie damit einverstanden sind, dann unterschreiben Sie hier bitte. Na, gibt's hier was Neues? Ja, Herr Schultes ist einer der Musiker aus der Waldwirtschaft. Er hat zwischen 22 Uhr und 22.30 Uhr eine sehr eigenartige Beobachtung gemacht. Herr Schultes, mich interessiert die Zeit zwischen 0 Uhr und 0.40 Uhr. Alles andere bringt uns ja nichts. Vielleicht doch. Herr Schultes, erzählen Sie mal. In der Zeitung schreibt doch, dass einer von den Chefs, also der jüngere Bruder, dass der das Mädel erwürgt haben soll. Allerdings im Vollrausch. Na ja, und in der Alkoholikerklinik war er ja schon mal. Und drum fällt es mir nachträglich auf, dass die Frau von dem älteren Bruder, also seine Schwägerin, dass die so komische Scherze treibt mit einem Kranken. Na, und Alkoholsucht ist doch eine Krankheit. Ich schreibe es ja in der Zeitung. Was für Scherze hat sie gemacht? Sie hat dem Jüngeren, also ihrem Schwager, der neben ihr gesessen ist, am Tisch, dem hat sie ein paar Gläseln Schnaps in die Limonade gegossen. Ganz heimlich. Mindestens zweimal. Schwuppdiwupp.
und keiner hat's gesehen, hat sie gemeint. Aber ich von meinem Platz aus hab das ganz genau beobachten können. Herr Schultes, diese Beobachtung kann sehr wertvoll für uns sein. Sind Sie sich ganz sicher? Na, freilich, ich hab doch zwei Augen im Kopf. Würden Sie das gegebenenfalls vor Gericht beeiden? Eine infame Verleumdung. Welchen Grund hätte der Mann, Sie zu verleumden? Das ist Rufmord, Eckehardt. Muss ich mir das bieten lassen, in unserem eigenen Haus? Vielleicht sagst du mal was. Ja, meine Frau hat recht, Herr Köster. Dieser Musiker ist entweder ein Spinner oder ein Lügner. Wer ist ein Lügner? Mama, der Doktor hat dir ausdrücklich verboten, aufzustehen. Keine Angst, ich bin wieder in Ordnung. Was ist hier los? Wie geht's meinem Sohn? Gut, den Umständen entsprechend. Leider ist es uns bisher nicht gelungen, seine entscheidende Gedächtnislücke zu füllen. Und seit einer Stunde glaube ich sogar, dass uns das nie gelingen wird. Warum nicht? Nun ja, die Bezeichnung Vollrausch ist ja keine Übertreibung. Er hat ja mehr als zwei Flaschen Wodka getrunken. Herr Köster, das werden Sie meiner Mutter nicht sagen. Reden Sie, Herr Köster. Ich muss es wissen. Ein Herr Schultes hat eine Aussage gemacht. Wer ist der Schultes? Das ist einer der vier Musiker, die bei ihrem Betriebsfest gespielt haben. Die Bassgeige. Und der Herr hat beobachtet, dass ihre Frau Schwiegertochter ihrem jüngeren Sohn Schnaps in die Limonade gekippt hat. Mehrmals. Nein, Herr Köster, das geht wirklich etwas zu weit. Ich weiß nicht, welche Motive dieser Mensch, dieser Musiker hat, aber wir werden ihn natürlich verklagen, wegen Verleumdung. Der will seine Aussage beeilen. Desto schlimmer für ihn. Naja, die Aussage wäre aber eine Erklärung. Wofür? Sie haben mir selbst gesagt, gnädige Frau, dass Ihr Sohn Ihnen fest versprochen hat, nie mehr zu trinken, weil er als Alkoholkranker genau gewusst hat, wenn er nur einen Schluck trinkt, wird er wieder rückfällig. Aber wenn das so gelaufen ist, da hat er ja sein Versprechen nicht gebrochen. Sondern meine böse Schwiegertochter. Mutter, ich schwöre dir... Genug, Herr Köster. Ich weiß, dass Viola ihren Schwager nicht besonders mag und dass sie sich ihren Ehemann als alleinigen Nachfolger an der Spitze der Firma wünscht. Ich weiß aber auch, dass sie zu einer solchen Gemeinheit niemals fähig wäre. Haben Sie sonst noch Fragen? Im Moment nicht, gnädige Frau. Recht gute Besserung. Ich bin... Danke, ich finde schon hinaus, Sir. Ich danke dir, Mutter. Wofür? Dafür, dass du mir geglaubt hast. Nimm die Hand weg. Mutter. Bitte. Sei still. Ich kenne deine Frau, ich habe sie längst durchschaut. Von Ehrgeiz zerfressen und von Geltungssucht. Sie will nicht wahrhaben, dass Jochen die Kraft hätte, ein neues Leben zu beginnen ohne Alkohol, ohne Eskapaden. Du tust Viola Unrecht. Erzähl mir nichts. Sie will um jeden Preis verhindern, dass Jochen als gleichberechtigter Partner neben dir seinen Mann steht. Um jeden Preis. Sag doch, dass das nicht wahr ist. Hör doch auf. Dieser Musiker hat sich geirrt. Oder er lügt. Er hat dich verwechselt mit irgendjemandem aus dem Büro. Deine Mutter sieht mich ganz richtig. Ja, ich bin ehrgeizig. Aber für dich, für eure Firma. Ich wollte verhindern, dass ein Fantast und Säufer dich auf Jahre hinaus bei der Arbeit behindert. Deshalb habe ich ihm die Schnäpse in die Limonade gegossen. Um euch zu beweisen, dass er immer wieder umkippt. Beim ersten Windstoß. Was bist du für ein Mensch? Wie konntest du nur sowas tun? Ich habe es aber getan. Weil ich der einzige Realist in dieser Familie bin. Du mit deiner affigen Mutterliebe zu einem Totalversager. Viola, sei still. Jochen ist ein hochbegabter Architekt. Verschone mich mit deiner albernen Bruderliebe. Was hast du nicht riskiert in den letzten drei Tagen für ihn? Jochen ist kein Mörder. Wo bleibst denn? Herr Köster, was machen Sie denn hier? Guten Tag, Frau Jonas. Macht dasselbe wie Sie.
Nur ein bisschen langsamer. Frische Luft schnappen. Sagen Sie bloß nicht, Sie sind ganz zufällig hier. Ja, Ihre Nachbarin hat mir erzählt, wo ich Sie treffe. Ach so. Das ist der Sohn? Ja, das ist mein Sohn. Gott. Ulrich, das ist Herr Köster von der Kriminalpolizei. Tag, Ulrich. Was ist denn mit dem Papi? Trimmt der nicht mit? Nee, wir leben zu zweit. Es geht auch ohne Papi, Herr Köster. Ganz gut sogar, oder? Frau Jonas, könnte ich Sie noch mal kurz sprechen? In dem Fall Anita Will. Ja, bitte. Ach, geh doch inzwischen an die Holmen vor. Hm? Ich komme danach. Sie bringen mich da direkt in die Konfliktsituation, Herr Köster. Naja, ich habe gedacht, Sie haben die kleine Anita so gern gehabt. Ich suche doch den Täter. Da brauche ich doch Ihre Hilfe. Ich will ja auch nur wissen, wie die beiden Brüder geschäftlich miteinander harmonieren. Ganz allgemein. Also die beiden sind schon sehr verschieden. Ne? Eckehardt ist Jurist und Kaufmann. Für die künstlerischen Dinge interessiert er sich weniger. Ist eben ein glänzender Geschäftsmann. Und der Bruder soll künstlerisch so begabt sein? Oh ja, das ist er. Hat schon eine Menge Preise gewonnen vor Jahren. In Berlin und Hamburg. Das war allerdings, bevor er zu trinken anfing. Architektenwettbewerbe. Mhm. Altstadtsanierung, das ist ja eigentlich sein Spezialgebiet. Und da gibt es dann die Konflikte immer. Sehen Sie, der eine sieht natürlich vor allem auf den Profit, auf den Gewinn für die Firma. Ich meine, Eckehardt reißt schon ganz gern Altbauten ab und stellt dann glotzige Hochhäuser hin. Aber Jochen, der möchte am liebsten alles restaurieren, alte Bausubstanz erhalten, grüne Wohnflächen, Kinderspielplätze und solche Sachen. Und aber da verdient man natürlich nicht so viel dran. Da gibt es dann manchmal Streit, ja? Und nicht so knapp. Eckehardt sagt dann immer, du musst doch an die laufenden Unkosten denken, Junge. Wie viele Angestellte seid denn hier? 21. Das heißt, 20 jetzt ohne Anita. Bald nur noch 19. Ich habe gehört, dass der Volker Zabel gekündigt hat zum nächsten Ersten. Stimmt das? Ja, ich glaube, er hat Anita wirklich geliebt. Der bleibt also nur noch bis zum Monatsende? Nee, nicht mal. Am Montag ist er schon nicht mehr da. Der geht nach Kanada, der Junge. Da hat er irgendeinen Schwager oder einen Onkel, der eine Druckerei hat. Da will er versuchen, irgendwie reinzukommen. Wann geht er nach Kanada? Ja, kann sein, dass er jetzt schon in der Luft ist. Ich habe ihm gestern selbst das Ticket besorgt. Also für heute. 10.45 Uhr fliegt er nach Frankfurt und dann weiter nach Montreal. Wiederschauen, Frau Jona. Was haben Sie denn, Herr Köster? Keine Zeit, keine Zeit. Na, hast du ihn? Er gibt gerade sein Gepäck auf. Da drüben. Passagier Volker Zabel, gebucht nach Montreal über Frankfurt mit Lufthansa 753, wird gebeten, sich am Lufthansa-Flugscheinschalter in der Auslandhalle zu melden. Guten Tag. Mein Name ist Volker Zabel. Sie haben mich ausrufen lassen. Ach ja. Ja, Sie möchten vor dem Abflug bitte noch mal anrufen, Herr Zabel. Diese Nummer hier. Es ist dringend. Danke. Sie wissen schon, warum wir hier sind, Herr Zabel. Ist dort nicht Brenner? Nein, hier ist Martinek. Dann haben Sie eben falsch gewählt. Wer war das? Woher soll ich das wissen? Ich bin nicht schwerhörig. Bitte entschuldige, Viola, ich bin ein bisschen nervös heute. Was suchst du? Und sag doch schon, was dich bedrückt. Mit deinem Schweigen vergiftest du die Atmosphäre in diesem Hause in einer Weise... Mutter, wo willst du denn hin? Zu meiner Schwester nach Starnberg. Ich brauche frische Luft. Entschuldigung, um 11:30 kommt der Arzt. Was soll ich ihm denn sagen? Dass ich frische Luft brauche. Na schön, dann werde ich dich hinfahren. Nein, gib dir keine Mühe, ich habe mir ein Taxi bestellt. Mutter, bitte, wir müssen noch mal miteinander reden. Dr. Kronacher hat gesagt, der Freispruch ist so gut wie sicher. Er hofft sogar, dass er Jochen in 3 bis 4 Tagen rausholen kann. Gegen Kaution natürlich. Aber dann ist er doch bis zum Prozessbeginn auf freiem Fuß. Viola, bitte schick die Taxe weg. Viola? Mutter, bitte, denk an die Firma. Es steht schon so viel ungereimtes Zeug in der Presse. Wir sollten dieser Meute nicht noch neue Nahrung zuführen. Wir müssen jetzt zusammenhalten. Wie Pech und Schwefel. Guten Tag, Frau Martinek. Ich habe eine gute Nachricht für Sie. Ich werde dafür sorgen, dass Ihr Sohn heute noch freikommt. Er ist unschuldig. Ich habe es gewusst, dass er es nicht getan hat.
Von Anfang an. Der Herr Zabel möchte sich bei Ihnen entschuldigen, dass er Ihren Sohn in Verdacht gebracht hat. Und er möchte uns erzählen, wie es wirklich war. Das Taxi meiner Mutter, ich schicke sie. Nein, bitte bleiben Sie da, Herr Martinek. Das macht mein Kollege, bitte. Herr Zabel, wir hören. Sie hatten die Schlägerei mit dem Kellner und dann sind Sie mit Frau Jonas in das Jägerzimmer gegangen. Und ja. Wie ging es denn dann weiter? Tja. Hey, was ist denn? Ist ja eingepennt. Du, das ist ja noch nie passiert. Pennt einfach rein. Erst kann er nicht genug tun. Hurra! Ey, was ist denn? Und sowas wollte ich heiraten. Heiraten? Dich heiraten? Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Anita, was? Was ist denn? Anita? Anita! Herr Martinek, ich hab das nicht gewollt. Ich hab das nicht gewollt. Bitte, was soll ich tun? Bitte helfen Sie mir. Ich hab das nicht gewollt. Komm, fass mit an. Komm. Und dann hat Ihnen Herr Martinek weitergeholfen. Ja, er hat mich beruhigt. Du bist nie hier an diesem Auto gewesen, Volker. Ja, dann hat er mich zum Jägerzimmer zurückgebracht, damit ich mit seiner Mutter noch den letzten Abschiedstanz. Dieser Mensch ist wahnsinnig. Finden Sie? Ach, das kann man auch feststellen, Herr Martinek. Ich habe die Wahrheit gesagt, Herr Küster. Und ich bin froh darüber. Ein Wahnsinniger! Hier ist Ihr Geld, Herr Martinek. Ich brauche es nicht mehr. 6.000.